Und wir schauen direkt nach New York zu Martin Richter, meinem Kollegen dort, der heute Abend uns auch begleitet und durchweg informiert über das Neueste aus den USA und vor allem von den Republikanern nachher. Aber erst einmal die Frage, wie ist denn die Stimmung in New York wenige Stunden vor Ende der Wahlzeit? Nun, Helge, die Stimmung hier in New York ist relativ entspannt, muss man sagen. Die Wahllokale haben heute Morgen um 6 geöffnet hier an der Ostküste. Und es gab schon sehr schnell sehr lange Schlangen, 1,5 bis 2 Blocks. Das heißt, viele Leute sind heute Morgen vor der Arbeit hier schon zur Wahl gegangen, um ihre Stimme abzugeben. Es zeichnet sich also eine hohe Wahlbeteiligung ab von den über 200 Millionen Menschen hier in Amerika. Und die Stimmung hier in der Stadt ist überschaubar gewesen. In den letzten Tagen gab es hier nämlich den Marathon. Das hat zu einigen Ablenkungen noch geführt. Das war jetzt nicht, der Wahlkampf war jetzt nicht das Thema, in den Medien natürlich schon. Und die Leute hier in New York, muss man wirklich sagen, so wird es wahrscheinlich den meisten in Amerika gehen, sind relativ froh, dass dieser Tag jetzt endlich der Tag der Entscheidung ist. Seit Monaten wird man quasi bombardiert mit Umfragen, mit Werbespots. Es gab über 70.000 Werbespots in den in den Nachrichtensendungen teilweise, wovon ungefähr 3/4 einfach negativ waren. Es ging ja nicht wirklich um Fakten in diesem Wahlkampf, sondern eben um Emotionen, um den anderen Gegner, um Clinton oder Trump, je nachdem, etwas negativ und schlecht im Licht dastehen zu lassen. Und ja, wenn man ehrlich ist, dieses Drehbuch hätte kein Hollywood-Autor besser schreiben können für diesen Wahlkampf. Und alle, glaube ich, hier in Amerika und natürlich auch in New York sind dann doch froh, wenn es vorbei ist. Und Skandale spielten eine große Rolle in diesem Wahlkampf. Darüber hinaus, was war denn zuletzt das richtige Programm von Donald Trump? Ja, Donald Trump hat genauso wie Hillary Clinton die letzten Tage und am Wochenende noch einmal genutzt, um viele, viele Staaten hier zu bereisen. Insgesamt 20 hat er noch mal mit seinem Flieger besucht, hat teilweise dann auch Hillary Clinton auf dem Flughafen getroffen. Da gab es schöne Bilder von den beiden Fliegern, die sich da parallel gegenüberstanden. Und er hat natürlich noch mal versucht, alle Stimmen zu mobilisieren. Er war unter anderem Michigan und Minnesota, die eigentlich seit Jahren Hochburg der Demokraten sind, und hat da noch mal Flagge gezeigt und gesagt, wir greifen da noch mal an und wollen da den Demokraten schaden und möglichst viele Stimmen gewinnen. Und er war mit Mike Pence, seinem Vizepräsidentschaftskandidaten, und seiner Familie in New Hampshire, was einer der Swing States ist, einer der hart umkämpften, und hat da noch mal vor Tausenden gesprochen, hat Parallelen so ein bisschen gezogen zu dem Film Independence Day, hat gesagt, die weiße Arbeiterklasse schlägt zurück, wir müssen das Establishment in Washington besiegen und wir lehnen uns jetzt auf. Und da hat er noch mal wirklich sehr stark die Werbetrommel gerührt für seinen Wahlkampf. Hillary Clinton liegt zuletzt in den Umfragen knapp vorn. Donald Trump hat diese ganzen Umfragen ja immer bestritten und es ist weiterhin natürlich verkündet, dass er siegen wird. Wie zuverlässig sind denn diese Umfragen? Ja, das mit den Umfragen ist so eine gewisse Geschichte, denn es gab natürlich in den letzten Tagen und Wochen keinen Tag ohne neue Umfragen. Das ist wie so ein Seismograph gewesen. Wenn wir uns daran erinnern, vor gut einer Woche lagen die beiden noch in den Umfragen Kopf an Kopf. Dann kam die Entlastung in der E-Mail-Affäre für Hillary Clinton. Das wiederum hat ihr einen leichten Vorteil gebracht. Das Ganze ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil es jeden Tag neue Zahlen gibt. Und letzten Endes ist das schwer, dann Institutionen wie Politico oder Real Clear Politics zu vertrauen, die immer wieder neue Zahlen auf den Markt werfen. Und Nate Silver ist einer der Demoskopen, der hier von der Initiative 538 sagt, Hillary Clinton mit einem Vorteil von 72% wird sie diese Wahl gewinnen. Er hat die letzten beiden Präsidentschaftswahlen mit 99% Sicherheit richtig getippt. Insofern ist das alles ein bisschen schwierig einzuschätzen. Aber letztlich entscheidend sind natürlich nicht diese Umfragen, sondern eben die Stimmen in den Bundesstaaten, die letzten Endes zählen. Das Electoral College, 270 Stimmen muss der Sieger oder die Siegerin je nachdem erreichen. Und das wird entscheidend sein und nicht die Umfragen, die in den letzten Tagen und Wochen hier den Markt beherrscht haben. Noch sind die Wahllokale geöffnet. Wir wollen ganz kurz noch auf den Wahlabend schauen. Was haben die Republikaner da geplant? Ja, da wird hinter mir im Hilton Hotel, hier direkt hinter mir, der Wahlabend stattfinden. Es ist bekannt, dass zumindest ein etwas größerer Saal da angemietet wurde. Donald Trump wird hier den Tag in seinem Trump Tower verbringen, der hier ungefähr eine Viertelstunde zu Fuß entfernt ist. Und vor einer guten halben Stunde etwa hat Donald Trump hier in der Lexington Avenue seine Stimme abgegeben.
und hat zusammen mit seiner Frau Melania und seiner Tochter Ivanka eben sein Kreuz an der richtigen Stelle gemacht, hat gesagt, ich habe Trump gewählt, ganz klar. War da sehr locker, sehr umgänglich, sehr aufgeschlossen, hat kleinen Kindern Kekse abgekauft und ja, wirkte auf jeden Fall sehr, sehr zuversichtlich. Und heute Abend wird er natürlich, wenn um 18.30 Uhr diese Wahlkampf, diese Victory, Donald Trump Victory Party, so heißt sie offiziell, stattfindet, dann hier auch erscheinen und wird dann zu seinen Anhängern reden. Und ja, dann spätestens werden wir alle wissen, ist er der neue Präsident oder hat Hillary Clinton das Rennen gemacht. Martin Richter live aus New York, vielen Dank. Wir sprechen uns noch wieder heute Abend und freuen uns auf aktuelle Infos von den Republikanern.